Ja, in diesem Video zeige ich dir, wie das Keyword-Tool von Google funktioniert. Ich habe hier einen Account, in dem einige Unteraccounts sind. Das war jetzt den wichtigen Unteraccount, bei dem ich jetzt meine Geld halten kann. Und dann kannst du hier über Tools, findest du alle möglichen Tools und für die Planung gibt es hier viele verschiedene. Ich nutze gerne dieses Keyword-Tool, um Inspiration zu finden. Und Google sorgt leider dafür, dass du das nicht bis in die letzte Gänze alles nutzen kannst. Also je weniger Geld du ausgibst, desto weniger detaillierte Informationen bekommst du auch über dieses Keyword-Tool. Und mich interessiert jetzt mal, was bei Katzenvideos passiert. Kannst du unten übrigens auch eine URL eingeben. Und hier siehst du jetzt sogar relativ detailliert. Das liegt daran, dass ich über die Werbung schaue. Ziemlich exakt, wie viel Anfragen es bei Google gab zu diesem Thema. Ja, und hier sind sie zum Beispiel im Mai, waren es insgesamt 18.850 und 11.067 davon über Mobile. Und hier sieht man wieder, also im Grunde sieht man, dass es in den dunklen Jahreszeiten mehr Anfragen gibt und in den hellen Jahreszeiten weniger. So, und Katzenvideos an sich, dieses Keyword, was ich gerade gesucht habe, das hat 12.100 Suchanfragen im Schnitt. Und der Wettbewerb ist sehr gering. Und der Kracher ist, ja, das hat man ganz, ganz selten, es schaltet gar keine Werbung drauf. Also es gibt gar keine Zahlen. Das heißt also, wenn ich jetzt auf das Keyword Katzenvideos Werbung schalten würde, wäre ich immer Top 1 und könnte auch sagen, ich will maximal 1 Cent pro Klick ausgeben, wäre trotzdem Top 1, weil es einfach keine Konkurrenz gibt. Ist ein tolles Keyword. Leute, macht da was draus. Ansonsten können wir mal vergleichen mit lustige, ja, das ist ja noch detaillierter. Ich würde mal vergleichen mit einfach Katze, weil ich glaube, dass da auch viele, nehmen wir das Katzenvideos wieder raus, viele Unternehmen Werbung draufschalten, die jetzt für Katzen was herstellen. Und da sieht man schon hier, Katze 201.000 Aufrufe im Schnitt pro Jahr und sogar krass steigen. Und Wettbewerb ist sehr hoch, wir schalten sehr, sehr viele Werbung drauf. Gebot für die obere Position wäre 5 Cent. Und okay, das verstehe ich nicht. Auch für die obere Position im unteren Bereich und für die obere Position im unteren Bereich. Also 22 Cent pro Klick, wie gesagt. Ne? Dann sieht man schon hier Katzenbaum, das ist ja nicht sehr konkret. Ne? Also wer eben Katzenbaum sucht, der will was kaufen. Ne? Und ja, das wollte ich euch kurz zeigen. In diesem Sinne, viel Spaß damit. Ciao.